You heard the rumors. I can't stop the rumors. I'm tired of the rumors. In Leipzig steht ein Schlagerstar vor der Aufgabe, den Spagat zwischen Job und Familienleben zu meistern. Gestern Nacht ist Melanie Müller noch am Ballermann aufgetreten. Jetzt ist sie zurück. Ehemann Mike hat sie vom Flughafen abgeholt. Und wie war's gestern? Ich bin müde. Dieses Leben ist geil. Melanie singt jede Woche mehrmals auf Mallorca und in Deutschland. Nebenbei betreibt die 30-Jährige ihre Wurstbude Grillmüller. Melanies Leben scheint eine einzige Party. Ich bin jetzt 30, meine Partyphase wird nie vorbeigehen. Weil wenn die vorbeigeht, geht auch mein Job vorbei. Wer sich erinnert, war nicht dabei. Alleinverdiener bin natürlich ich. Es muss alles rechts und links bezahlt werden. Das ist sehr, sehr schwer. Und wenn man immer mit diesem Druck im Kopf einschläft, dann ist das natürlich schon eine Belastung. Melanie Müller ernährt die Familie und soll gleichzeitig für sie da sein. Eine echte Herausforderung. Sie liebt ihre einjährige Tochter. Mia Roos ist ein absolutes Wunschkind. Wir haben es ja schon ewig probiert, Kinder zu bekommen. Der Moment, wann und wie, wann passte bei uns ein Kind rein, den gab es halt nicht. Ne? Melanies Leben ist eine Baustelle. Ihr Zuhause, ein stillgelegter Bahnhof, wird umgebaut. Und heute Abend steht schon wieder der nächste Auftritt an. Bist du sehr müde? Ja, es geht. Aber ich will mich jetzt nicht hinlegen. Ja, du kannst ja jetzt ein bisschen einen ruhigen machen. Nimmst du die Kleine mit ins Bettchen, okay? Nee, ich geh jetzt nicht ins Bett. Ich fahr mal raus zu den Hunden, zu den Hühner gucken. Ich nehme Mia mit. Ja, okay. Und du kannst ruhig hier drüber gehen, das ist langsam fest. Und koch ein bisschen Mittag und dann mache ich einen ruhigen. Oder auch nicht. Zwei Tage hat Melanie ihre Tochter nicht gesehen. Ein Au-pair aus Kolumbien hilft der Familie als Übergangslösung. Denn Melanie sucht einen Kita-Platz. Hallo, kleine Mausi. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Na, guten Morgen. Komm her. Na, du alte Maus. Bin ich wieder da? Unser Au-pair-Mädchen kommt aus Kolumbien, die Valentina. Und die ist jetzt bei uns 2-3 Monate, ne? Ja, 3 Monate. 3 Monate. Und ja, ich wollte halt gerne eine, die Spanisch spricht, dass die Kleine halt Spanisch aufwächst. Wir sind sehr zufrieden und ich glaube, sie fühlt sich auch wohl. Ist wie eine Familie jetzt. Weiß Valentina wegen heute Abend Bescheid schon? Ja, ist alles schon geklärt. Ja. Also heute Nachmittag, ich denke um 4, fahren wir zum Auftritt. Melanie tritt oft in Deutschland auf und ist die halbe Woche auf Mallorca. Eine Situation, die die junge Mutter innerlich zerreißt. Das tut manchmal schon weh. Klar, wenn ich 3 Tage auf Mallorca bin, dann ist der 3. Tag, dann sitze ich im Flieger und kann es kaum erwarten, ne, die Kleine zu sehen. Na gut, dann gehe ich mal raus mit dir 5 Minuten spielen und dann mache ich Mittag. Jede freie Minute hat Melanie für ihre Tochter geplant. Sie selbst bräuchte eine Pause. Stattdessen spielt sie mit mir. Warst du schon mal rutschen? Na komm her. Na los. Hui. Auch die Bulldoggen Eva und Adelheid wollen etwas von Melanie haben. So lange war ich gar nicht weg. Ne? 1,5 Tage. Oh, nee, Leute! Eva, Adelheid! Nee, nicht. Ja, so sieht das aus, wenn sich alles freut, dass ich wieder da bin. Da schleckert halt der Hund mal durchs Gesicht. Da sagen andere Mamas, oh mein Gott. Aber so ist es halt. Ich bin auch auf dem Bauernhof groß geworden, bei meiner Oma immer mit Tieren zu tun gehabt. Und jetzt passiert das, was Melanies Hater ihr vorwerfen. Sie setzt ihre Tochter einer vermeintlich gefährlichen Situation aus. Ist nichts passiert. Was ist der Schaden? Wir sind natürlich auch immer dabei, aber da kann nichts passieren. Klar, jetzt gibt es wieder tausend Leute, die sagen, nicht alleine lassen. Die Partysängerin steht unter öffentlicher Beobachtung. Viele glauben, Melanie vernachlässige ihre Mutterrolle und stehe zu viel auf der Bühne. Fans machen ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft. Flüge, Saunagänge. Egal, was die junge Mutter tut, es scheint falsch zu sein. Ich halte von so übervorsichtigen Mamas nichts, aber ich erlaube mir da kein Urteil, weil ich erziehe mein Kind so, wie ich das denke. Melanie geht auch als Mutter ihren eigenen Weg. Ich war auch in der Schwangerschaft bis Ende 8. Monat stand ich halt immer noch auf der Bühne und kurz danach auch, weil es ist halt mein Job und es gehört halt dazu. Melanie will alles. Singen, Geld verdienen, Mutter sein.
Wie lang hält sie diesen Druck aus? In Leipzig muss Melanie Müllers Mann ihr Leben managen. Mike kümmert sich um Haus, Kind und Karriere seiner vielbeschäftigten Frau. Doch Energiebündel Melanie geht das nicht schnell genug. Auf deiner Webseite fehlen nämlich deine ganzen CD-Cover, sehe ich gerade. Und die alte Agentur steht auch noch drauf. Auf jeden Fall auf deiner Facebook-Seite, das müsstest du mal. Ich habe dir alles per WhatsApp geschickt, das kannst du in Ruhe abarbeiten. Ja, aber das müssen wir ja nicht zum Samstag machen, Mann. Da hast du die ganze Woche Zeit dafür. Du machst es jetzt. Die ganze Woche nichts zu tun. Ja. Ich habe da die ganze Zeit hier geschlafen. Mike ist 23 Jahre älter und weiß, seine Frau ist ungeduldig. Wenn sie Erholung braucht, dann sofort. Mein Problem ist, dass ich jetzt sage, es gibt viel wichtigere Sachen. Und wenn ich mal zu Hause bin, gerade am Wochenende, kannst du auch dafür mit hochkommen und nicht so einen Scheiß jetzt machen. Das ist doch kein Scheiß. Doch. Ich komme jetzt mit hoch, Männer. Du kannst jetzt gar nicht ablenken. Hasenkind. Wenn ich nicht da bin, kannst du sowas machen. Schatz, weißt du, was ich alles mache, wenn du nicht da bist? Komm. Ich höre immer nur Mimi. Komm, jetzt geht die Mama wieder. Ja, ich war natürlich 2 Tage auf Mallorca und ich hasse es wirklich, wenn ich nach Hause komme und Mike muss direkt schon wieder ins Büro oder ist schon wieder mit Sachen beschäftigt. Das sind dann so Sachen, da kann ich ziemlich grillig werden. Komm, wir gucken mal, was Valentina macht. Vielleicht können wir gleich. Ich bin gleich da, okay? Nee, du kommst jetzt mit hoch. Ich bin sofort da. Ich muss nur eine Sache mal fertig machen. Komm jetzt mit hoch! Mike ist nicht nur Ehemann und Manager, sondern auch ein bisschen Psychologe. Sie will zu 100% Aufmerksamkeit haben. So. Meine Mann ist ja nicht nur im Job gefangen, man hat ja auch eine Beziehung und sie freut sich dann auch, wenn sie zu Hause ist. Ja, und das möchte sie eben auch honoriert wissen. Ne? Sie möchte dann schon gemeint sein. Ja, das ist eigentlich in 24 Stunden nicht zu schaffen. Aber gut, da muss man irgendwie Prioritäten setzen und muss einfach mal sagen, du hier rein, dort raus, ja, ja, Schatz, alles gut. Und im Endeffekt funktioniert es ja trotzdem alles. Manchmal ist er einfach wirklich ein bisschen softer als ich. Tief innen bin ich ein ganz weicher Kern, aber nach außen bin ich manchmal ziemlich grillig und ziemlich grandig. Ich hab die Hosen an, eindeutig, das weißt du auch. Ja, ich lasse ihn glauben. Ich lass dich seit Jahren in dem Glauben. Bist du beschickt? Also ich lasse sie wirklich in dem Glauben, dass sie die Hosen anhat. Melanie setzt sich wieder einmal durch. Und Mike kümmert sich. Auch bei der Suche nach einem Kindergartenplatz für Tochter Mia unterstützt er Melanie. Hast du noch mal mit einem Kindergarten telefoniert? Ob ich mit einem Kindergarten telefoniert habe? Weißt du, ich weiß schon gar nicht mehr, mit wie vielen Kindergärten. Gab's mal irgendwas Positives? Ich dachte, du schaffst das irgendwie. Du schaffst das schon. Nee, aber du, wie soll ich denn das jetzt machen? Ich kann ja noch keinen zaubern. Hätte ich gewusst, dass das so kompliziert ist, hätte ich mich angemeldet, als ich schwanger war. So wie es mir jeder gesagt hat. Also ich bin nicht sehr geduldig im Leben. Ganz im Gegenteil. Deswegen überlasse ich sowas immer Mike. Aber wenn er natürlich immer wieder eine Absage und wieder eine Absage. Mike sagt, ich rufe jetzt wieder an, ich probiere halt mehr. Und ich habe halt die Nerven, ich habe die Ruhe nicht für sowas. Ruhe findet Melanie beim Mittagessen. Dima aus Rumänien kümmert sich um die Renovierung des Hauses und lebt mit den Müllers zusammen. Alle essen gemeinsam. Für Familien ist das nach Expertenmeinung das Wichtigste. Mama Melanie macht also auch vieles richtig. Ja, wir sind eigentlich eine große Familie. Ne? Wir sind eigentlich nie alleine, Maike und ich. Und dass es Mia natürlich auch mitkriegt, ne? Dass man irgendwie eine Gemeinschaft ist oder eine Familie ist. Und das gehört einfach dazu, dass man am Tisch dann ordentlich sich unterhält oder generell zusammensitzt. Dadurch, dass Melli natürlich viel unterwegs ist und dadurch, dass alles ein bisschen auseinandergerissen ist, genießt man das schon, wenn alle da sind. Also das ist sehr wichtig. Mia Roos soll ein Mittagsschläfchen halten. Gleich muss Melanie zum nächsten Auftritt. Es sind die letzten Minuten, in denen der Ballermann-Star einfach nur Mama sein kann. Mein Kind ist natürlich mein Ein und Alles. Ne? Ich meine, wir haben versucht, 8 Jahre ein Kind zu bekommen. Dann hat es auf einmal doch geklappt. Und neben Arbeit und allem muss man das natürlich alles so in die Reihe kriegen. Aber nichtsdestotrotz will ich natürlich alles stehen und liegen lassen, wenn jetzt morgen was wäre. Ne? Mia braucht ihre Mittagsruhe. Die bräuchte Mama Melanie auch. Doch schon in 2 Stunden hat sie ihren nächsten Auftritt. Jetzt muss sie schnell umschalten. Von Mama in den Partymodus. Sorgt das für den nächsten Skandal? Zwischen Partystar und Mama. Melanie Müller reibt sich mit ihrem Doppelleben auf. Mehrmals die Woche singt sie vor Touristen auf Mallorca. Daheim wartet ihre einjährige Tochter Mia. Melanies Leben ist, wie ihr Zuhause, eine Großbaustelle.
Ehemann und Manager Mike macht sich Sorgen um seine umtriebige Frau. Natürlich habe ich Angst, dass sie irgendwann mal aus der Kurve fliegt, sage ich jetzt mal. Dass irgendwann mal der kleine Ofen aus ist in dem recht zarten Körper. In diesem stillgelegten Bahnhof in Leipzig entsteht das Familiennest von Melanie Müller und Ehemann Mike. Neben Karriere und Kind eine große Baustelle im Leben der Ballermann-Königin. Eine zu viel. Komm mal her. Das zum Beispiel könnte ein Bad werden, aber muss denn das sein, so ein Riesenbad? Oder macht man das Bad zum Beispiel halb und lässt das, wenn das ein Schlafzimmer wäre, zum Beispiel als Schrank, als begehbarer? Du brauchst ja nicht so ein Riesenbad. Wichtig ist, dass es ein Wohnzimmer, ein Kinderzimmer und ein Schlafzimmer gibt. Naja, ich bin natürlich genervt, dass das momentan nicht vorangeht. Ne? Ihr habt ja gesehen, wir haben viele, viele Dreckecken. Da ist was, selbst bei uns im Wohnbereich ist nichts fertig. Mein Bad ist nicht fertig. Es hängt noch nirgendwo ein ordentliches Licht. Und hier ist ja weder ein Anfang noch ein Ende zu sehen. Also noch nicht mal ein Anfang. Bisher hat sich Mike alleine um den Bau gekümmert. Daneben managt er die Marke Melanie Müller und ist Vollzeitpapa. Das reicht seiner ungeduldigen Frau nicht. Als Alleinverdienerin steht sie immer unter Strom. Details nerven sie. Wo kriegst du das Licht her? Hier Fensterfront, da Fensterfront, da Schatzi, hast du doch Licht. Da Fensterfront, da geht's in den Durchgang. Da ist der Durchgang dahinter. Ach so. Da kriegst du kein Licht. Dann kann das ja hier schon Küche sein und das eine kleine Abstellkammer. Ja, ich glaube nicht, dass wir eine Abstellkammer brauchen in dem Moment. Wenn du eh alles weißt, warum fragst du mich dann eigentlich? Erst vor kurzem hatte Melanie bei einem Auftritt einen Bandscheibenvorfall. Sie weiß, dass ihre Kraft nicht unerschöpflich ist. Ich bin leer im Kopf. Ich weiß, mein Hase, ich weiß es. Wollen wir das nächste Woche mal machen? Ja, weil das ist jetzt mehr. Das ist ich überlege schon seit Monaten, wirklich seit Monaten, wie wir es hier am besten machen. Ja, wenn ich mal ausgeschlafen bin, dann wüsste ich es vielleicht wie. Aber jetzt das so. Ist okay. Los, komm, ich mach mich fertig. Natürlich gibt es Momente, wo ich sie trösten muss. Das ist ja ganz normal. So eine kleine Seele ist ja auch irgendwann mal nur bis zu einem gewissen Punkt belastbar. Und dann versuche ich natürlich schon, die starke Schulter zu stellen. Natürlich gibt es diese Momente auch bei ihr. Kind, Karriere und ein Umbau. Mutet sich die junge Mutter zu viel zu? Für Baupläne bleibt Melanie keine Zeit. Für Styling auch nicht. Heute Abend soll sie bei einem Partyschlagerfestival in Leipzig auftreten. Dabei war sie gerade 2 Tage auf Mallorca. Töchterchen Mia Rose schaut zu, wie Mama wieder mal improvisiert, zusammen mit Assistent Alex. Unsere Messer schneiden aber auch super. Man könnte auch eine Schere nehmen. Die schneiden nicht. Bitte schön. Das hier sollen übrigens Stulpen sein. Mittlerweile brauche ich nicht mehr so lange, weil ich gar nicht so viel Zeit habe. Teilweise mache ich mich auch im Auto fertig. Mia Rose bleibt, wie so oft, bei dem kolumbianischen Au-pair-Mädchen. Und Mama Melanie leidet. Du meine Schnicke, ich kann dich nicht mitnehmen. Heute nicht. Heute nicht. Heute geht's nicht. Ich gehe jetzt weg, sonst habe ich jetzt auch. Kriege ich heute das erste Mal einen Heulkrampf. Ja, klar fällt es mir jetzt schwer zu fahren. Ne? Kriegt natürlich jetzt mit, dass hier einiges los ist und dass wir jetzt wahrscheinlich alle auch gehen. Und ja, aber in solchen Momenten muss ich dann halt echt die Harte sein und muss sagen, so, ich nehme dich jetzt nicht noch mal hoch, ich gehe jetzt einfach. Das Hamsterrad dreht sich weiter. Alleinverdienerin Melanie muss die Familie versorgen und zahlt dafür einen verdammt hohen Preis. Wie lange hält sie diesen Druck aus? In Leipzig wird Melanie Müller von Ehemann Mike zu ihrem 4. Auftritt diese Woche gefahren. Ihre kleine Tochter musste sie wieder einmal daheim beim Au-pair-Mädchen lassen. Das Leben zwischen Party und Baby nehmen viele Fans der Sängerin übel. Jemand, der sagt wirklich, ich habe jetzt Kinder, ich kann und ich darf nichts mehr, ist derjenigen gehört eigentlich rechts und links eine Schelle, weil ein Kind ist was Schönes. Aber es ist nicht dein ganzes Leben. Man sollte nicht seine Ehe, seine oder seine Beziehung oder sein Leben vernachlässigen oder vergessen. Man kann auch, wenn man Mutter ist, kann man abends mal in die Disco gehen, man kann ins Kino gehen, man kann sich mal betrinken, man kann so viele schöne Sachen machen. Ich krieg da sowieso für alles einen Shitstorm. Also darf ich jetzt meine Meinung dazu mal äußern. Viele Fans sind empört. Sie finden, dass die junge Mutter zu früh und zu oft wieder auf der Bühne steht. Melanie wehrt sich.
bin jetzt 30, meine Partyphase wird nie vorbeigehen. Weil wenn die vorbeigeht, geht auch mein Job vorbei. Weil das merken die Leute dann auch. Klar, als ich schwanger war, hab ich nicht getrunken und bin nach den Auftritten direkt gefahren. Aber du hast Fans, die kennen mich alle. Die stehen bei der Autogrammstunde, freuen mit mir, sich 10 Minuten länger zu unterhalten. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne feiere. Der weiß aber auch gerne, dass ich Mama bin. Ja gut, warum tut man sich das an? Auf der einen Seite ist mein Job, ich habe natürlich auch unheimlich viel Spaß. Auf der Bühne zu arbeiten ist schön, aber es ist kein fester Job. Ne? Deswegen gebe ich halt jetzt einfach Vollgas und ziehe da durch. Natürlich genießt man auch den Applaus oder wenn deine Fans dir die Songs mitsingen, weil die kennen. Viele, die sie hier noch feiern, werden sich später im Netz über die vermeintliche Rabenmutter empören. Ehemann Mike will nicht, dass seine Melanie zwischen Ruhm und Hass ausbrennt. Natürlich habe ich Angst, dass sie irgendwann mal aus der Kurve fliegt, sage ich jetzt mal. Das zehrt natürlich extrem die Reiserei, von jetzt auf gleich, von 0 auf 100 da zu sein und die Leute zu unterhalten. Natürlich mache ich mir da Gedanken, habe da natürlich auch Angst, dass irgendwann mal der kleine Ofen aus ist in dem recht zarten Körper. Karriere, Kind, Haus und Hater. Wie lange hält Melanie diesen Stress noch aus? Am nächsten Morgen geht sie das nächste Projekt an. Ein Kindergartenplatz für Tochter Mia. Dazu gehören Bettelanrufe bei Leipziger Kindergärten und Besserwisser-Kommentare von anderen Mamis. Naja, also momentan einen Kindergartenplatz zu kriegen, ist sehr, sehr schwer, weil die sind alle voll. Also ich bin nicht sehr geduldig im Leben, ganz im Gegenteil. Und dann gibt es natürlich immer noch welche, die sagen, ja, die haben es dir ja gesagt, du hättest dich anmelden müssen, als du schwanger warst. Wo du sagst so, Dankeschön, behalte doch deinen Kommentar für dich, ne? Braucht man in so einem Moment dann nicht. Freundin Katha kommt mit ihrer Tochter zu Besuch. Von ihr nimmt Melanie gerne einen Ratschlag an. Hallo. Na, ja, alles schön? Oh, ja, und bei dir? Thema Kindergarten wie immer, ne? Ach so, ja, kennen wir. Immer derselbe Mist. Zusammen wollen die beiden Tagesmütter abtelefonieren, als Alternative zur Kita. Das kostet die Sängerin Überwindung. Wir haben da auch schon die ein oder andere negativen Erfahrungen gemacht. Wirklich Absagen bekommen, direkte Absagen, dass es einfach voll ist. Aber wir haben auch schon die ein oder andere direkte Absagen bekommen. Nee, wir möchten kein Promi-Kind. Nee, nicht von Melanie Müller. Also die möchten wir hier nicht haben. Das war schon so, wie ich gesagt habe, okay, gut. Also ich glaube, da lernen wir noch mit dem ein oder anderen Sachen auf jeden Fall umzugehen zu müssen. Hallo? Ja, schönen guten Tag, und das ist Müller. Ich rufe an, ich habe eine kleine Tochter von einem Jahr und wollte mal mich erkundigen, ob bei ihr noch ein Platz frei wäre. Erst ab Frühjahr wieder, so Februar und März wahrscheinlich. Ah, okay. Dann bedanke ich mich erstmal. Danke. Gerne. Tschüss. So geht das ja. Die ganze Zeit, hä? Echt? Ach, scheiße. Die ganze Zeit. Ja, das ist natürlich blöd. Ob Normalo oder Promi, dieses Problem kennen alle Eltern. Ich finde, Melanie ist trotzdem, dass sie ein Promi ist, finde ich sehr bodenständig. Also es gibt bestimmt Schlimmere, die anders sind, aber sie ist halt eine ganz normale Mutter und Hausfrau und geht auch arbeiten, wie es andere auch machen, ja. Klar wird sie viel dafür kritisiert und zu sagen, oh, jetzt fährt sie wieder dahin und ihr Kind ist zu Hause und so. Aber ich bin ja auch Mutter und ich gehe auch zum Beispiel in Schichten arbeiten. Gib doch mal her, es muss doch irgendeine geben, die man anrufen kann. Ich habe keine Lust mehr. Die Sängerin ist verzweifelt. Bringt der nächste Anruf mehr Hoffnung? Ja, also im Moment sind gerade alle Plätze belegt, aber das kann sich ganz schnell mal ändern. Wie wäre es denn, wenn Sie mal vorbeischauen und sich das gerne mal angucken? Würde denn das jetzt funktionieren, wenn ich mich jetzt ins Auto steige? Ja, heute sind wir gerade noch alle drin. Das wird doch heute klappen. Okay, dann würden wir jetzt mal vorbeikommen. Alles klar. Ja, okay, ich freue mich. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Sofort fahren die beiden los. Auf dem Rücksitz auch die kleine Mia. Wenn sie gut versorgt ist, kann Mama mit ruhigem Herzen arbeiten gehen. Ihr Au-pair darf nur wenige Stunden am Tag beschäftigt sein. Eine Tagesmutter ist flexibel. Ja, hallo. Hier
Linke. Hallo, ja, hallo. Melanie. Ich bin die Anja. Hallöchen. Na, dann kommt mal rein. Na los. Schauen wir uns mal alles an. Tagesmutter Anja betreut zurzeit 5 Kinder. Hier hätte die kleine Mia Spielgefährten. Also, das ist unser Spielzimmer, unser Betreuungszimmer. Ja. Oh, schön, ne? Hier ist auf jeden Fall entspannt. Geht halt darum, dass jetzt halt unter Kinder kommen. Ja, nee, das ist wirklich wichtig. Also ich merke das auch immer wieder, so ab 1 Jahr, wenn die dann schon ein bisschen älter sind, haben die dann schon ein bisschen mehr Probleme, ne? Weil die Bindung zur Mama dann einfach schon zu intensiv und zu groß ist. Aber wichtig ist Melanie nur eins. Fühlt sich Mia hier wohl? Mia hat sofort gespielt und war abgelenkt und hat auch nicht den Blickkontakt zu ihrer Mama gehabt. Und sowas ist für mich halt immer wichtig. Also ich finde es ja sehr angenehm, es ist sehr familiär. Und ich kann mir natürlich vorstellen, die hier zu lassen. Mit einem gut betreuten Kind könnten für Melanie entspanntere Zeiten starten. Natürlich haben wir viel Belastung und viel Verantwortung. Aber ich habe mir ganz, ganz doll ein Kind gewünscht. Und das ist, die Kleine ist da irgendwie so in das Leben reingeboren und lebt das irgendwie so mit. Ohne Hilfe geht es nicht, das wissen alle berufstätigen Mamis. Melanie hat bald weniger Stress und kann ihrer Tochter eine ausgeruhte Mutter sein.